Vielen lieben Dank, Manuela, dass du heute da bist. Die Manuela ist nicht Bundestag, sondern EU-Parlamentabgeordnete. Sie vertritt dort die ÖDP, das ist die Ökologisch-Demokratische Partei und beschäftigt sich vor allem mit Themen wie dem Umweltschutz, dem Klimaschutz, aber auch mit Krebsprävention. Setzt sich vermehrt fürs Tierwohl ein auf EU-Ebene und auch behandelt sie den Verbraucherschutz teilweise. Vielen Dank, dass du da bist, Manuela. Wir freuen uns alle und sind ja auch gut vertreten hier. Und ich würde sagen, du hast die Bühne frei für heute und darfst gerne anfangen. Ja, vielen Dank, Jonas. Ich danke euch sehr für die Einladung, dass ihr heute euch die Zeit nehmt, mit mir über die Agrarwende zu sprechen, also über die Landwirtschaft. Das ist ein ganz aktuelles Thema und ich freue mich sehr, dass ihr das Thema ausgesucht habt, aufgrund der Aktualität. Und ich freue mich auch, so viele junge Zuhörer auch dabei zu haben. Ich habe eben schon gesehen, auch 13-Jährige. Also ich finde das ganz toll. Ich selber habe auch zwei kleine Kinder, die sind noch kleiner, unter 10. Aber mit denen rede ich auch schon über unsere Umwelt, über den Naturschutz. Und ich bin immer sehr begeistert, wenn man schon im ganz frühen Alter anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. So, aber heute erzähle ich euch etwas über die EU Agrarpolitik und warum diese so wichtig ist. Wenn wir vielleicht auf die erste Folie gehen, dann seht ihr so ein bisschen die Struktur des Vortrages. Also ein bisschen so ein Überblick über die Struktur, was ich heute mit euch sprechen werde. Und zwar, warum Agrarpolitik wichtig ist. Was hat denn die EU bisher getan? Welche Ziele wurden verfolgt? Welche Probleme haben wir? Warum brauchen wir überhaupt eine Agrarwende? Wie könnte diese aussehen? Und was macht die EU im Augenblick in diesem Bereich? Kommen wir mal zur nächsten Folie. Und wenn euch etwas ganz wichtig nicht, wenn ihr etwas nicht versteht, wenn es nicht klar ist, wenn ich zu schnell rede, wenn ich Begriffe nenne, die ihr nicht versteht, dann sagt bitte Bescheid und ich versuche das dann so gut wie möglich zu erklären. Hebt dann einfach eure Hand. Also Agrar, das steht für Landwirtschaft und da geht es eben in der Agrarpolitik um alle politischen Entscheidungen zur Landwirtschaft, also die Gesetze, die die Bauern dann meistens umzusetzen haben. Und warum dies so wichtig ist, das verraten vielleicht schon die Bilder, die ihr auf der Präsentation seht. Natürlich geht es einerseits um unsere Lebensmittel. Genau, hier haben wir sie, die Bilder. Es geht einerseits um die Lebensmittelgewinnung, es geht um Tierfutter. Und es geht aber auch um den Umgang mit der Natur, wie wir diese Lebensmittel gewinnen. Und natürlich geht es in der Agrarpolitik auch um die Bauernhöfe. Heute gibt es sehr viele große Bauernhöfe, viel mehr als früher. Die Anbauflächen wurden zusammengelegt und der durchschnittliche Bauernhof ist so ungefähr 60 Hektar groß. Das hat natürlich Folgen für unsere Wälder und auch für unsere Biodiversität. Also es werden in der Agrarpolitik wichtige Entscheidungen gefällt und ich freue mich eben sehr, dass es Formate wie Tree Talk gibt, die sich eben schon sehr früh darüber informieren, was genau dahinter steckt. Wenn wir mal auf die Ziele der Agrarpolitik eingehen, was will man eigentlich mit der Agrarpolitik erreichen? Zunächst einmal will man Landwirte und Landwirtinnen unterstützen, die Produktivität in der Landwirtschaft zu bessern, also eine sichere Versorgung mit bezahlbaren Nahrungsmitteln. Und man will auch, dass Landwirte ein angemessenes Einkommen haben, also dass sie genug daran verdienen. Aber gleichzeitig möchte man mit der Agrarpolitik auch den Klimawandel bekämpfen und eine nachhaltige Bewirtschaftung haben, also dass wir unsere Lebensgrundlage eben gut erhalten und dass wir auch ländliche Gebiete und Landschaften in der EU erhalten. Und wenn wir jetzt uns überlegen, was ist denn noch wichtig in der Agrarpolitik? Denkt ihr denn, dass Landwirtschaft nur funktionieren kann, wenn der Bauer den Boden nutzt, ohne ihn zu schützen? Das ist so das, worum es letztendlich heute geht. Denn das große Problem ist, wenn man den Boden zu sehr nutzt und nicht nachhaltig nutzt, dann führt das teilweise zu einer Überlastung der Böden. Da hat der Boden nicht genug Mineralien, das ist sozusagen das Futter für die Pflanzen. Und das ist natürlich doppelt schlecht, denn wenn wenig wächst, kann man auch wenig ernten.
Und diese Mineralien im Boden sind aber überlebenswichtig eben auch für Pflanzen und auch Tierarten. Was braucht man denn für eine erfolgreiche Landwirtschaft? Und hier habe ich euch mal aufgeführt, dass wir einerseits die Natur nutzen müssen für die Produktion von Lebensmitteln, aber gleichzeitig müssen wir die Natur auch schützen. Und die Agrarpolitik, die gibt eben Gesetze zur Landschaftspflege, zur nachhaltigen Bewirtschaftung und zum Naturschutz. Also es geht einfach darum, dass die Agrarpolitik sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzen sollte. Und warum, das erkläre ich euch gleich. Aber um die Agrarpolitik der EU richtig zu verstehen, und da kommen wir mal auf die nächste Folie, müssen wir überhaupt mal wissen, wie kam denn die EU-Agrarpolitik zustande? Also warum, was war der Ausgangspunkt? Und das hat damals auch immer schon mein Geschichtslehrer gesagt. Das habe ich damals immer nicht so abgenommen. Hat man, was will der eigentlich? Aber er sagte, man müsst die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart und auch um die Zukunft zu verstehen. Und jetzt kann ich sehr gut nachverfolgen, was er damals damit gemeint hat. Schauen wir uns doch mal an, wenn du weitergehst in der Folie, auf die Geschichte der EU-Agrarpolitik. Da müssen wir weit zurück bis an das Ende des Zweiten Weltkrieges zurückkommen. Denn damals herrschte in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg viel Hunger. Und weil sich eben viele Probleme nicht allein in den Griff zu kriegen waren, schlossen sich einige europäische Staaten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande und Luxemburg zusammen, um eine gemeinsame oder um der europäischen Landwirtschaft gemeinsam auf die Beine zu helfen. Und das oberste Ziel damals war, die Menschen in Europa mit ausreichend Nahrungsmitteln zu angemessenen Preisen zu versorgen. Und man wollte auch die Einkommen der Landwirte und Landwirtinnen sichern. Und außerdem wollte man den Leuten auf dem Land ein gutes Leben ermöglichen. Deswegen haben die sechs Gründerstaaten, die ich euch eben genannt habe, eine Freihandelszone errichtet. Also das bedeutet, dass dann französische Produkte in Deutschland verkauft werden konnten ohne Handelszölle. Und hingegen alles, was von außen kam, das wurde dann wiederum mit Zöllen belegt. Also das heißt dann, dass ein heimischer Landwirt seine Produkte günstig verkaufen konnte und ausländische, also die nicht in dieser Zone waren, da waren die Preise höher. Außerdem haben damals die Mitgliedstaaten ihren Bauern geholfen durch Mechanisierung. Also die haben ihnen Geld gegeben für mehr Traktoren, für mehr Mähdrescher, um den Boden einfach besser zu bewirtschaften. Und somit war die gemeinsame Agrarpolitik geboren. Wenn wir jetzt zur nächsten Folie kommen. Und das war auch eigentlich ein großer Erfolg, was da erreicht wurde, denn die europäische Landwirtschaft florierte und Hunger war bald kein Thema mehr. Aber es entstanden auch neue Probleme. Wenn du einfach weiter drückst, genau, entstanden auch neue Probleme, denn das europäische Fördersystem, also das ganze Geld, das den Bauern auch gegeben wurde, führte zur Überproduktion. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Begriffe erinnern könnt wie Milchseen oder Butterberge. Also das war in den 80er und 90er Jahren so. Es wurde einfach viel zu viel produziert. Das stellt das erste Bild dar. Und es gab noch ein anderes Problem. Dadurch, dass die Produkte der EU wurden durch viel Geld wurde denen geholfen. Und die waren dann teuer und die konnten sich dann nicht so gut auf dem Weltmarkt verkaufen. Und um das zu ändern, haben die Staaten die Produkte noch mehr unterstützt und haben eben dafür gesorgt, dass die verkaufte Ware im Ausland billiger angeboten werden konnte. Und das hat eben dazu geführt, dass viele Bauern in Afrika dann aufgeben mussten, weil die EU-Ware so billig geworden ist, weil sie eben durch Subventionen, also durch Geldleistungen unterstützt wurde, dass sie billiger verkauft werden kann. Und den kleinen Vogel beschreibt das dritte Problem, das es sich gebildet hat. Es wurde immer mehr ich sehe gerade im Chat, das Geld hat gereicht. Also es hat dazu geführt, dass wir viel produziert haben, zu viel, dass billig europäische Ware in Drittstaaten gekommen ist, sodass diese Ware die heimischen Ware in Afrika dann zum Beispiel vertrieben hat.
Und es hat einfach dazu geführt, dass wir sehr viel intensiver angebaut haben. Und das ging zu Lasten von Umwelt und Klima. Denn damals in den 70er Jahren war Nachhaltigkeit kein Thema. Also es wurden ganz viele Insektenschutzmittel benutzt. Und die haben teilweise dazu geführt, dass Eierschalen von Vögeln zerbrochen sind. Und es führte in den 70er Jahren, haben wir dann ein massives Vogelsterben gehabt. Das hat dann wiederum die EU auf den Plan gerufen, die gesagt haben, ups, da müssen wir was tun. Und 1979 entstand die Vogelschutzrichtlinie, wo eben Vögel geschützt wurden. Das hat vielen geholfen, aber alle, die nicht auf der Liste standen, die sind nun gefährdet. Also eigentlich müsste man die Vogelschutzrichtlinie jetzt anpassen. Um diesen Vögeln, die jetzt nicht auf dieser Liste stehen, müsste man eigentlich die Landwirtschaft insgesamt anpassen. Also nicht nur die Liste erweitern, sondern man müsste eigentlich eine andere Produktionsweise haben, aber da komme ich gleich noch hinzu. Also wie ihr seht, über viele Jahre hinweg wurde die gemeinsame Agrarpolitik immer wieder reformiert, aber das Hauptziel, nämlich das Einkommen der Landwirte zu sichern, dass sie genug Geld zum Leben haben, dass sie damit leben können, was sie tun, das ist immer noch geblieben. Kommen wir mal zur Folie 8, das war die Geschichte, ich will euch nicht zu lange mit Alten aufhalten, aber es war eben wichtig, um zu verstehen, wie die Probleme zustande gekommen sind. Wie funktioniert denn die Agrarpolitik heute? Heute haben wir immer noch ein Zwei-Säulen-System und die erste Säule seht ihr hier, das wird alles komplett von der EU bezahlt. Also die Einkommenssicherung für Bauern, die Direktzahlungen nennt man das, das wird komplett von der EU bezahlt. Da müssen die Mitgliedstaaten nichts dazu beitragen. Dann haben wir noch verschiedene Prämien, die auch aus der ersten Säule bezahlt werden, wie eine Umverteilung, Junglandwirtprämie und ein Greening, also das ein bisschen mehr Umweltleistung hervorbringen soll. Aber da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Und dann haben wir die zweite Säule, da müssen die Mitgliedstaaten ein bisschen Geld dazu geben. Das ist insbesondere für mehr Nachhaltigkeit. Also man möchte eine nachhaltige Bewirtschaftung unterstützen mit der zweiten Säule. Man will mehr für den Tierschutz tun, wie zum Beispiel Weidehaltung für Tiere, aber auch die Dorferneuerung wird dafür bezahlt. Und das geht nicht nur an die Bauern, sondern es können auch Kommunen und Verbände und andere Institutionen beantragen. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, dass der Bürgermeister irgendwo so ein Schild aufgehängt hat. Das wurde mit EU-Mitteln, mit ELA-Mitteln. In Deutschland ist die zweite Säule mit ELA gelandet. Das ist die Entwicklung des ländlichen Raums bezahlt. Und das kommt eben daher. Also das wird nicht komplett von der EU finanziert, sondern da tragen die Mitgliedstaaten auch noch etwas bei. Und das sind enorme Summen. Ich habe das jetzt nicht in die Folie mit aufgenommen. Ich möchte es euch nur mal nennen. Also insgesamt verfügt die gemeinsame Agrarpolitik der EU über 336 Milliarden Euro für 7 Jahre. Das hört sich enorm viel an. Es ist auch sehr, sehr viel Geld. Das ist ein Drittel des gesamten EU-Haushalts, das rein für die Landwirtschaft ausgeht. Die erste Säule kriegt davon 35 Milliarden allein für Deutschland in einem Jahr. Für 7 Jahre, das sind 5 Milliarden in einem Jahr. Und die zweite Säule kriegt davon nur 8,5 Milliarden für 7 Jahre. So, gehen wir mal auf die Folie 9. Jetzt könnt ihr sagen, das hört sich doch alles super an. Wir haben ganz viel Geld hier für die Agrarpolitik und damit werden auch unsere Lebensmittelproduktion finanziert. Aber irgendwie gibt es auch Leute, die dagegen demonstrieren. Warum machen die das denn? Und ihr seht das auf dem Bild unten, dass sie Plakate hochhalten und sagen, wir wollen eine neue Agrarpolitik jetzt, wir haben es satt. Und um das zu erklären, woher das kommt, warum dieser Richtungswechsel in der Landwirtschaft gewollt ist, müssen wir uns nochmal dieses Zwei-Säulen-System anschauen. Und da kommen wir auf die nächste Folie, das ist die Folie 10, genau. Also da geht es darum, dass in der ersten Säule, wie ich schon erwähnt habe, ein Hauptteil, nämlich 70% dieser ersten Säule, die eine Menge Geld enthält, allein 5 Milliarden für ein Jahr in Deutschland, das Hauptgeld dafür geht einfach für die Fläche. Also das heißt, der Bauer bekommt nur, dass er eine Fläche hat, Geld dafür. Und die anderen Prämien, wie Umverteilungsprämie oder bestimmte Umweltanforderungen, die stellen nur einen kleinen Teil dar. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, dieser Riesenteil, diese Flächenprämie, ob die wirklich so
gut für die Bauern ist. Da kommen wir mal auf die Folie 11 zu sprechen. Weil erstmal hört sich das ja gut an. Ich meine, wenn ihr gesagt bekommt, du hast dein Feld und dafür kriegst du jetzt so viel Geld, du musst gar nichts dafür tun, dann würdet ihr sagen, ja super, das hört sich doch toll an. Lass mich doch noch größer werden und immer größer werden. Und da hier liegt eben das Hauptproblem, weil das setzt sehr, sehr viele Bauern unter Druck. Denen wird gesagt, du musst wachsen, du musst für den Weltmarkt produzieren, sonst gehst du kaputt. Und es ist auch so. Also viele kleine Höfe müssen wirklich aufgeben, weil große Höfe um jeden Preis produzieren. Also es gibt einen richtigen Konkurrenzkampf. Das ist jetzt dargestellt durch diese zwei kleinen Schäfchen, die sie ihre Köpfe zusammenhauen. Ne? Und dieses immer größer werden und immer mehr produzieren wollen, das macht natürlich die Höfe auch abhängig von Saatgut, von Düngemitteln, von zu viel Pestiziden. Denn die Bauern wollen so schnell wie möglich sehr viel mehr produzieren und betreiben dadurch einen sehr intensiven Ackerbau mit all seinen Problemen. Und deswegen sollten wir uns fragen, ist diese Flächenprämie, und da gehen wir jetzt mal auf die Folie 12, denn auch naturfreundlich? Hier liegt auch so ein bisschen die Krux, ne? Denn wenn wir zu viel düngen, damit wir viel produzieren, wenn wir zu viel Pestizide austragen, dann laugen wir damit unsere Böden aus. Sie werden damit weniger fruchtbar. Und es werden jährlich Zehntausende von Tonnen von Pflanzenschutzmitteln ausgetragen. Die Gülle, die dann teilweise auf die Felder gebracht wird, ihr riecht das manchmal, wenn ihr an einem Feld vorbeigeht, das riecht dann sehr streng. Das ist auch nicht so gut für die Felder, denn die Gülle enthält auch die Chemikalie Nitrat und die geht ins Grundwasser und die gefährdet unser Trinkwasser. Also es muss also auch noch gereinigt werden, das Trinkwasser von diesem Nitrat. Und etwas, was auch ein Riesenproblem ist, und damit werdet ihr auch euch schon befasst haben, das sind sehr viele Insekten, sind davon betroffen. Durch die Überdüngung haben sie keine guten Bedingungen mehr in dem Boden, aber auch durch die ganzen Pflanzenschutzmittel gehen sehr viele Insekten kaputt daran. Und der Bestand der Insekten hat sich um 80% reduziert. Auch die Wildbiene ist sehr stark gefährdet. Ich mache das immer so an einem Beispiel deutlich. Also früher, wenn ich als Kind mit dem Auto von Deutschland nach Italien gefahren bin, da war immer die Windschutzscheibe vom Auto voller Insekten nach 7 Stunden Fahrt, 8 Stunden Fahrt. Wenn ich heutzutage diese Fahrt machen würde, vielleicht habt ihr das auch schon mitgekriegt, wenn ihr mit euren Eltern in Urlaub fahrt, klebt fast gar nichts mehr an dieser Windschutzscheibe. Und das ist halt so ein Indikator, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas hat sich da geändert. Ne? Und die Bestäuber, also die Insekten, sind aber auch ganz wichtig für die Bauern selber, weil die bestäuben ja die Pflanzen. Und 3/4 aller Pflanzen, aller Nutzpflanzen, also die wir nutzen zum Essen oder für Tierfutter oder sowas, sind halt von Insekten abhängig. Und das führt sogar so weit, dass Insekten sterben, dass in China, vielleicht habt ihr das schon mitgekriegt, Leute teilweise auf die Bäume klettern müssen und selber bestäuben müssen, weil einfach es kaum Insekten mehr gibt, weil da ein dramatischer Rückgang war. Und ich glaube, das wollen wir nicht in Deutschland oder überhaupt in Europa, dass plötzlich jetzt Leute auf Bäume klettern müssen und mit kleinen Pinselchen irgendwelche Blüten bestäuben müssen. Ne? Manuela, ja? Der Arvid, der hat eine Frage. Ja, bitte. Vielen Dank für deine Frage. Und das ist toll, dass ihr in der Schule Wasser testet. Und das ist ganz wichtig, dass das Wasser, was aus dem Wasserhahn rauskommt, auch gesund ist und es nicht krank macht. Ne? Und dafür gibt es Kläranlagen, die reinigen das Wasser, bevor es überhaupt in unseren Wasserhahn, in unser Trinkwasser kommt. Also das Wasser, das da rauskommt, muss gereinigt werden. Aber vielleicht solltet ihr mal in der Schule das Experiment machen, dass ihr an einen Ackerboden geht, wo intensive Landwirtschaft gemacht wird, und da untersucht ihr mal das Wasser. Und würde mich mal interessieren, was das dabei rauskommt. Ich sehe noch eine Hand. Bitte schön. Äh,
Also du siehst, ne, es kommt immer darauf an, von wo man das Wasser nimmt. Und es wäre ja ganz schlimm, wenn aus dem Wasserhahn plötzlich Wasser rauskommt, das für unsere Gesundheit ganz schlecht wird. Das wird übrigens auch auf EU-Ebene so ein bisschen reguliert, ne? Was alles in unserem Wasser ist. Und die EU hat sich dafür eingesetzt, dass wir überall sauberes Trinkwasser bekommen, damit wir erstens mal die ganzen Plastikflaschen nicht mehr brauchen, ne? Wo viele Leute trinken ja Wasser aus Plastikflaschen, das darf nicht sein. Und es muss einfach dafür gesorgt sein, dass wir gesundes Trinkwasser haben, ein Recht auf gesundes Trinkwasser. Kommen wir mal auf die nächste Folie zu sprechen. Wir haben eben darüber gesprochen, ob es jetzt diese Flächenplanung naturfreundlich ist. Also wie gesagt, sie führt eben zu einer großen Belastung von Böden und das bedroht auch viele Tierarten, die intensive Betreibung von Landwirtschaft. Was ist denn mit den anderen Prämien aus der ersten Säule? Die Umverteilungsprämie, die Junglandwirtprämie, also Umverteilungsprämie heißt, man bekommt für den ersten Hektar Geld, das soll einfach den kleineren Betrieben helfen. Junglandwirtprämie heißt, dass man möchte dazu auch junge Menschen anregen, weiter Landwirtschaft zu betreiben und die kriegen dann für die ersten 5 Jahre nochmal extra Geld. Oder es gibt eben diese Greening, konventionellen Prämien, da soll eben es mehr Umweltmaßnahmen geben, ne? Dass zum Beispiel, dass man mehr Blühstreifen macht, aber leider führt dieses Greening auch teilweise zu Anwendungen, die gar nicht so viel bringen, also eine verschiedene Fruchtfolgen. Aber man möchte etwas auch eben für die Umwelt tun. Nur leider ist es bei diesen Prämien so, dass die sehr, sehr gering sind, im Gegensatz zu diesem Riesenbereich von der Flächenprämie. Also wie gesagt, Flächenprämie sind 70%, das ist wirklich mehr als die Hälfte, wird rein für die Fläche ausgegeben und viel zu wenig für Umweltmaßnahmen. Und also die Flächenprämie bleibt einfach die größte Nachhaltigkeit. Und hier sage ich ganz klar, das muss aufhören. Und das ist auch ein Grund, warum die Leute auf die Straße gehen und protestieren, weil sie sagen, da läuft doch irgendwas schief mit dem ganz intensiven Anbau. Da machen wir einfach praktisch unsere Umwelt kaputt. Und deswegen müssen wir oder setze ich mich auch im Europäischen Parlament ein oder die Leute, die eben auf der Straße demonstrieren, dass diese pauschale Flächenprämie aufhört, dass also die Bauern mehr für die Umwelt tun sollen. Und das möchte ich aber hier ganz, ganz klar sagen, sie sollen dafür auch Geld bekommen, weil das Geld ist ja da. Ihr habt ja gesehen, das sind ganz viele Milliarden, die da zur Verfügung stehen. Also Bauern sollen dafür, dass sie umstellen vom konventionellen, vom intensiven Anbau auf mehr Bio. Also Bio bedeutet weniger Pestizide, weniger Überdüngung, dass ihnen auch da geholfen wird. Außerdem brauchen wir auch mehr Bildungsangebote in dem Bereich, wo eben Leute auch umschulen, Bauern auch umschulen können. Und was wir auch brauchen, wir brauchen auch mehr Geld für die zweite Säule. Kommen wir mal auf die nächste Folie, auf die Folie 14. Da werdet ihr das nämlich sehen. Mit der zweiten Säule ist das so, da geht es ja um Umweltmaßnahmen, da geht es ja auch zum Beispiel, dass Tiere auf der Weide gehalten werden, dass das finanziell unterstützt wird. Aber das macht eben einen kleinen Teil aus. Wenn wir hier auf dieser Säule, in der zweiten Säule, da haben wir in Deutschland, gab es 321 Millionen Euro in einem Jahr für den Umweltschutz, hört sich viel an, aber guckt euch mal an, Direktzahlung, das waren 5 Milliarden, das ist halt enorm viel, ne? Und da sage ich, warum gibt es denn nicht mehr Geld für die zweite Säule, wo man doch mehr für den Umweltschutz, für den Ökolandbau tun kann als mit der ersten Säule. Und hier braucht es wirklich einen Wandel, ne? Also Landwirte sollen weiterhin gut von den Erträgen leben können, von den Lebensmitteln, die produzieren, aber ohne die Natur zu sehr zu zerstören. Und hier muss ganz klar die Politik auch den Druck nehmen. Und die Politik muss diesen Wandel ermöglichen. Nur leider ist das noch nicht so. Ich komme auch gleich darauf zu sprechen, wie die aktuelle Situation in Europa ist. Wie würde denn eine Agrarwende aussehen? Und ich finde, bevor ich euch erkläre, wie eine Agrarwende aussehen könnte, also dass wir einen Systemwechsel brauchen, habe ich euch, glaube ich, ganz gut dargelegt. Aber wir brauchen dafür auch mutige Politiker, ne? Die nicht nur immer hören, auf was die großen Verbände sagen, sondern die auch einfach mal ein bisschen auf die Bürger und auch auf die Landwirte hören, die umstellen wollen, die eine naturverträgliche Landwirtschaft haben. Und das kommt leider noch ein bisschen zu kurz.
Denn was wäre denn notwendig für solch eine Agrarwende? Wir gehen mal auf die Folie 16. Also der BUND, das ist der Deutsche Naturschutzbund, der hat gesagt, für den Naturschutz brauchen wir 15 Milliarden jährlich, um die Biodiversität in Europa wiederherzustellen. Wir brauchen einfach mehr Geld aus der ersten Säule für Umweltmaßnahmen. Im Augenblick, habe ich gesagt, sind das so bei 25%, und der BUND und auch andere Naturschutzverbände und auch ich sage, eigentlich müsste das 50% sein. Also mindestens die Hälfte von dem, was die Bauern bekommen, sollen doch in Umweltmaßnahmen fließen. Und wir brauchen definitiv weniger Chemieeinsatz und weniger insektengefährdende, bienengefährdende Chemikalien und mehr natürliche Schädlingsbekämpfung, mehr Orientierung am Ökolandbau und auch eine bessere Regulierung der Tierhaltung. Bezüglich Ökolandbau, da kommen wir mal auf die nächste Folie, auf die Folie 16. Da wird auch vieles getan. Deutschland sagt, wir möchten bis 2030 20% der Fläche mit Ökolandbau haben. Das Bundesland, aus dem ich komme, dem schönen Saarland, da sind wir schon vorbildlich im Ökolandbau, aber es ist einfach noch ein bisschen zu wenig und es könnte da noch viel, viel mehr passieren. Kommen wir mal auf die Folie 18, denn etwas, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt, das ist einfach der Tierschutz. Wir haben das Geld und wir müssen das Geld wirklich dafür einsetzen, dass wir eine bessere Tierhaltung bekommen. Also weg von dieser schrecklichen, Jonas, ich glaube, du musst da nochmal drauf drücken, oder ist ja genau. Also wirklich weg von dieser schrecklichen Massentierhaltung. Massentierhaltung, ihr wisst, ne, da werden die Tiere ganz eng gehalten und können nicht ihren natürlichen Gewohnheiten nachkommen, können sich nicht bewegen, geraten unter Stress, werden krank und das ist sehr, sehr schlecht für den Tierschutz, das ist sehr schlecht für den Natur, für den Umweltschutz, für den Klimaschutz, denn diese intensive Massentierhaltung produziert auch ganz viele klimaschädliche Gase. Und das ist auch ganz, ganz schlecht, auch für unsere eigene Gesundheit. Denn um Tiere auf so engen Raum zu halten, braucht es Antibiotika. Also sie brauchen Medikamente, damit sie nicht alle krank werden, damit sie gesund bleiben. Ne? Und das ist ganz schlecht für uns, weil dadurch entwickeln sich multiresistente Keime. Also das heißt bei uns, wir werden dann teilweise resistent gegen Antibiotika, wenn wir bestimmtes Fleisch essen, wo diese multiresistenten Keime enthalten sind. Die Emilia, ja, hätte auch eine Frage dazu. Ja, gerne. Ja, also es gab in der Tat, das ist immer so ein bisschen die Diskussion, was ist eigentlich Massentierhaltung? Ne? Und Massentierhaltung für mich jetzt persönlich ist da, wo einfach das Tierwohl gefährdet ist. Das ist jetzt von mir ein sehr enger Begriff, weil ich sehr tierlieb bin. Ne? Aber man kann es auch anders auffassen. Man kann zum Beispiel sagen, das quantitativ, also in Zahlen festmachen, da, wo mehr als 50 Tiere gehalten werden oder so, das ist Massentierhaltung. Also man kann es eigentlich festlegen, aber viele Versuche auf europäischer Ebene, aber auch auf Bundesebene festzulegen, was jetzt genau Massentierhaltung ist, die sind auch teilweise immer gescheitert. Aber letztendlich kann man das daran festmachen, wenn etwas industriell, also ganz, ganz viel produziert wird, wo Tiere angebunden sind, wo Tiere in diesen Käfigen legen, wo sie sich nicht ausstrecken können, wo sie nicht ihren gewohnten Gewohnheiten nachgehen können. Das ist für mich schon Massentierhaltung. Und ich habe jetzt hier so ein bisschen den Ringelschwanz dargestellt. Ne? Der wird ja teilweise bei Schweinen wirklich abgeschnitten, damit die sich nicht gegenseitig diese Schwänze abfressen vor lauter Stress, weil die in den Bedingungen, wie sie gehalten werden, einfach unter Stress sind. Und dann wird das einfach abgeschnitten. Und das wäre für mich so ein Zeichen, okay, hier läuft irgendwas schief, und dann würde ich da schon von Massentierhaltung sprechen.
Also wir brauchen weniger Tiere auf der Fläche und Tiere müssen besser gehalten werden. Das ist eine Win-Win-Situation für uns alle, für die Tiere, für unsere eigene Gesundheit, weil weniger Medikamente eingesetzt werden müssen, weil Tiere nicht so unter Stress sind, nicht so anfällig sind für Krankheiten, und unseren Böden und unseren Gewässern, ne? Weil wir dann nicht so viel Gülle haben, die ausgetragen wird, Luft, weniger Luftverschmutzung und all dies. Aber die große Frage ist jetzt, wie kann man das denn bitte schön alles umsetzen? Und da kommen wir mal auf die nächste Folie. Das ist dann die Folie Nummer 19. Da gibt es, eigentlich ist es keine neue Naturwissenschaft, wie man das alles hinkriegen kann, sondern es gibt ganz klare Zielvorgaben. Und das wäre zum Beispiel, weniger rein für die Fläche ausgeben, mehr für Umweltleistungen, ne? Und auch für Tierschutzleistungen. Auch sollten wir die zweite Säule stärken und da auch mehr Geld reinstecken, damit auch die Mitgliedstaaten ermutigt werden, hier einfach mehr zu tun. Und ich kenne auch viele Länder, Bundesländer, die auch sagen, aus der zweiten Säule, wir bräuchten da viel mehr Geld, weil es gibt Bauern, die möchten auch mehr Ökolandbau betreiben, aber wir haben kein Geld mehr in dieser Säule. Wir können denen gar nicht mehr helfen, und das gilt es eben auch zu beheben. Wie sehen jetzt nun die Pläne von der EU dazu aus? Dann kommen wir mal auf die nächste Folie, das ist die Folie 20. Da seht ihr vielleicht ein bekanntes Gesicht. Das ist einmal eine Bundesministerin, Frau von der Leyen. Die ist jetzt die Chefin von der EU-Kommission. Die Kommission, die verwaltet ja diese ganzen Mittel auch und macht die Gesetze, wie eine künftige Agrarpolitik auszusehen hat. Das Parlament, also wo ich drin sitze, und der Rat, wo die Mitgliedstaaten drin sitzen, die müssen dann diese Gesetze ausverhandeln. Gehen wir mal weiter. Also Frau von der Leyen hat, das sieht man jetzt auf der nächsten Folie, den Europäischen Grünen Deal vorgeschlagen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und da gibt es verschiedene Strategien. Das eine ist die Biodiversitätsstrategie. Das andere ist die Farm-to-Fork-Strategie. Da geht es also wirklich von der Erzeugung der Lebensmittel bis zu uns, was bei uns auf dem Tisch landet. Und da haben die wirklich gute Sachen festgelegt, nämlich die haben die Probleme erkannt und haben gesagt, wir möchten weniger Pestiziden auf unseren Feldern. Um 50% soll das reduziert werden. Sie haben gesagt, wir möchten auch weniger Antibiotika in der Massentierhaltung. Auch das soll um 50% reduziert werden. Außerdem soll es mehr Ökolandbau geben, was für Plant for the Planet auch interessant sein könnte. Es wurde eine EU-Waldstrategie ins Leben gerufen. Es sollen Milliarden Bäume, hier steht Billionen, das ist noch vom Englischen falsch übersetzt, 3 Milliarden Bäume gepflanzt werden. Da komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Und sie möchten sowieso weniger Treibhausgase und erreichen. So, aber wie ist das jetzt bitteschön alles in Einklang zu bringen mit unserer Agrarpolitik? Weil ihr könntet sagen, ja, da hast du doch deine Lösung. Die EU macht doch jetzt hier schon alles. Da haben wir ein Problem. Und da kommen wir vielleicht mal auf die nächste Folie, auf die Folie 20. Das, was der Europäische Grüne Deal, also diese ganzen Gesetze für mehr Biodiversität, für eine bessere Lebensmittelproduktion, was die Kommission jetzt plant, die ist aber nicht im Einklang, was im Augenblick in der EU-Agrarpolitik passiert. Und das lässt sich vielleicht lässt sich das so erklären, aber vielleicht lässt sich das auch nicht so erklären. Die EU-Agrarpolitik, die wird ja immer für 7 Jahre bestimmt, und der Vorschlag dafür, der wurde schon in der letzten Kommission, also als Frau von der Leyen noch nicht Kommissionspräsidentin war, vorgelegt. Das war der Herr Juncker, vielleicht kennt ihr den noch, ein Luxemburger. Und der hatte einen Vorschlag für die Agrarpolitik vorgelegt, der ja kaum Veränderungen hatte, ne? Und der wurde jetzt einfach verhandelt, und es wurde nicht der Europäische Grüne Deal damit reingebracht, auch wenn die Kommission das noch versucht hat und wenn wir aus dem Europäischen Parlament gesagt haben, ihr könnt diese Agrarpolitik so nicht annehmen, ihr müsst Verbesserungen da reinbringen. Aber das war leider nicht der Fall. Also in der aktuellen Agrarpolitik, so wie sie jetzt verabschiedet wurde von den Mitgliedstaaten und vom EU-Parlament, gibt es noch zu wenig Geld für Umweltleistungen, und es wird einfach noch zu sehr an diesem alten System festgehalten, einfach nur Geld für die Fläche zu geben. Und jetzt ist die große Frage, was passiert? Kommt jetzt doch noch die Agrarwende? Gehen wir mal auf die nächste Folie. Und, ich noch mal was dazu fragen, Manuela?
Ja, bitte. Du hattest ja gesagt, dass dieser Plan immer nur alle 7 Jahre für die EU-Agrarpolitik entworfen wird. Wie stehst du denn dazu? Findest du diesen Zeitraum auch deutlich zu groß? Weil Agrar ist ja so ein super sensibles Thema, was überhaupt erstmal unsere Lebensgrundlage ist und jetzt gerade eigentlich einem zwingenden großen Wandel unterworfen ist. Und da ist ja ein Beschluss für 7 Jahre sehr behäbig, da etwas zu ändern. Ja, das stimmt, aber das lässt sich auch vielleicht eben mit diesem Ganzen, was dahinter steckt, erklären, ne? Ich habe ja gesagt, wie viele Milliarden da vorgesehen sind. Und es ist ja nicht nur die EU-Agrarpolitik, für die für die nächsten 7 Jahre bestimmt wird, sondern es werden auch ganz viele andere Politiken, wie zum Beispiel die Forschungspolitik, die ganzen Gelder für die Forschungspolitik oder sowas, dafür festgelegt. Und man muss ja auch sehen, man versucht ja immer, wie ich es am Anfang gesagt habe, die Dinge zu ändern. Man versucht aus den Fehlern zu lernen. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Lass uns beim nächsten Mal besser machen. Und da braucht man eine bestimmte Zeit, weil es ist ja jetzt nicht so, dass ab dem Jahre 2022 komplett neue Agrarpolitik, da gibt es immer so einen Übergang über 2, 3 Jahre, bevor dann die neue Agrarpolitik kommt. Und das braucht alles einfach seine Zeit. Und ich sage, wenn wir etwas von Anfang an richtig haben, ne, also zum Beispiel, dass es mehr Geld für Umweltleistung gibt, dann ist dieser Zeitraum von 7 Jahren vollkommen in Ordnung. Aber wie du richtig jetzt sagtest, da läuft auch ein bisschen was schief, ne? Da in dem Sinne ist der Zeitraum sehr lang, weil daher hätte man sich gewünscht, dass es vielleicht kürzer gewesen wäre, um da ein bisschen was noch nachzubessern oder zu verändern. Aber ich glaube, diese 7 Jahre sind einfach diesem Zeitplan geschuldet, der Zeit geschuldet für die Umwandlung, für die Umsetzung dieser neuen Gesetze. Vielen Dank dir. Gerne. Und genau, kommen wir auf die Folie. Gibt es doch noch eine Agrarwende? Also, wie ich euch schon angedeutet habe, die EU-Agrarpolitik für bis 2027 ist jetzt schon entschieden, leider, muss ich noch dazu sagen. Wir haben ganz viel protestiert, wir haben auch ganz viele Änderungsanträge gestellt, um möglichst Veränderungen noch herbeizuführen. Das hat leider nicht so gefruchtet, aber ich sehe hier ganz klar den europäischen Green Deal als ein mögliches Korrektiv, also der das berichtigen kann. Dass wir eben sagen, wir haben aber jetzt auch beschlossen, wir wollen weniger Pestizide, wir wollen weniger Antibiotika. Und das muss man in den europäisch, muss man in die Agrarpolitik noch reinbringen. Da sehe ich uns auch im Europäischen Parlament in der Pflicht, dafür zu sorgen. Und ich werde mich auch ganz klar dafür einsetzen. Aber es gibt auch noch andere neue Gesetze, die kommen, die auch Hoffnung machen. Das ist vielleicht dann die vorletzte Folie. Ihr habt es gleich geschafft. Ich bin gleich ruhig. Kommen auch immer wieder neue Innovationen von der Europäischen Kommission. Das eine, was sie sich jetzt überlegt, ist das Carbon Farming. Also damit möchte sie eine klimaneutrale Landwirtschaft vorantreiben. Die Initiative wird jetzt Ende des Jahres vorgelegt. Also da geht es einfach dazu, CO2 dem Boden wieder zuzuführen, indem man eben gesündere Böden hat, die mehr CO2 binden können, indem wir mehr Wälder haben, indem wir, das habt ihr bestimmt vielleicht auch in den Nachrichten verfolgt, mehr Moore wieder haben. Moore sind ja auch ein ganz wichtiger CO2-Speicher und gerade für die Landwirtschaft wurden viele Moore ausgetrocknet, weil das ein sehr fruchtbarer Boden war. Und jetzt muss man dem eben wieder das zurückführen. Und dann, was euch vielleicht auch begeistern wird, es gibt eine Waldstrategie, ich habe es eben schon angesprochen, also hier ist es richtig geschrieben, 3 Milliarden neue Bäume sollen gepflanzt werden. Da können sich übrigens auch Schulen dran beteiligen. Also das ist jetzt nicht nur was für Waldbesitzer, nein, ganz im Gegenteil. Und das wird eben teils durch die EU finanziert und teils aber auch durch die Mitgliedstaaten. Und man kann auf der Webseite der Europäischen Kommission auch die Fortschritte begutachten, wie und wo diese Bäume gepflanzt wurden. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass bei dieser Waldstrategie es nicht nur darum geht, einfach einen Baum irgendwo aufzustellen, der dann vielleicht nach einem Jahr wieder kaputt ist. Das wäre ja alles andere als nachhaltig, sondern es geht wirklich darum, auch
die Bäume an den richtigen Ort und für den richtigen Zweck zu pflanzen, also so, dass sie weiter wachsen können und auch sich den veränderten klimatischen Bedingungen anpassen können. Wenn ihr möchtet, können wir euch gerne auch die Webseite zur Verfügung stellen, wo ihr dann auch mehr dazu findet und vielleicht euch auch mit eurer Schule dort anmeldet und da mitmacht bei eurer Aktion. Oder ihr googelt einfach Europäische Kommission 3 Milliarden Bäume. Und dann erscheint ihr, dann seid ihr gerade auf der Webseite der Europäischen Kommission. So, damit wäre ich mit meinem Vortrag auch soweit zu Ende. Ich danke sehr für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr überladen. Es ist halt ein sehr komplexes Thema. Da spielt so viel eine Rolle, aber ich habe es versucht, so darzustellen, dass es einigermaßen verständlich war. Und jetzt stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen lieben Dank dir auf jeden Fall. Ich fand, du hast das sehr schön gemacht, so ein riesiges und komplexes Thema wie einfach die Agrarpolitik und die Landwirtschaft. Hast du wirklich sehr kurz, sehr präzise dargestellt, fand ich. Ja, wenn irgendwie Fragen sind, ich sehe schon einige Hände bzw. Daumen nach oben. Und aber auch wenn wir in der Landwirtschaft gesunde Böden haben, ne? Also nicht mit so zu überdüngt oder mit zu vielen Pestiziden belasten, wie gesagt, auch die binden ja allein schon CO2. Also auch da ist dem Klima wirklich geholfen. Oder gerade bei Tierschutz. Also ich vermisse immer bei Fridays for Future so ein bisschen, dass die ansprechen, dass wir dringend die industrielle Massentierhaltung abschaffen müssen, weil man hat schon errechnet, dass diese industriellen Massentierhaltungsbetriebe, die produzieren eigentlich so viel CO2 wie der gesamte Verkehr in Europa, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also, und die stoßen halt viel klimaschädlichere Gase aus als CO2, nämlich wie Methan oder Lachgas. Das ist also viel, viel klimaschädlicher. Und deswegen, also da diese Massenbetriebe abzuschaffen, bedeutet auch wirklich was für den Klimaschutz zu tun. Ne? Dann mache ich dir auch sehr gerne beipflichten. Ich meine, ich habe auch Umweltwissenschaften studiert und es existieren so Zahlen, je nachdem, welche Studie man ja nimmt, sagt man, dass etwa 70-80% der weltweiten Fläche für die Tierhaltung genutzt wird, aber nicht mal 20% ungefähr der Kalorienzufuhr wird damit gedeckt. Also es ist halt ein komplettes Unverhältnis weltweit und da gehen sehr viele Kalorien, die man eigentlich nutzen könnte, um die Menschen auf der ganzen Welt zu ernähren. Und es gibt ja auch einfach Milliarden Menschen, die hungern. Das könnte man einfach viel effizienter nutzen und das ist leider sehr, sehr viel verloren. Ja, danke, dass du das ansprichst, Jonas, weil das ist gerade in der Tat auch die Flächennutzung. Ne? Wenn man mal sich ansieht, wofür die Fläche eigentlich genutzt wird. Und da geht eben ganz viel für die Tierhaltung oder für das Futter drauf, für die Tierhaltung. Und wenn wir alle nur die Hälfte von dem Fleisch essen würden, das wir essen, und ich sage jetzt nicht, wir müssen komplett auf Fleisch verzichten, das wäre natürlich die heile Welt, sondern einfach nur die Hälfte essen, dann hätten wir viel, viel mehr Fläche zur Verfügung, auch mehr Pflanzen anzubauen, auch mehr Ökolandbau zu betreiben. Und das würde eigentlich schon reichen, nur die Hälfte des Fleischkonsums zu sich zu nehmen. Nee, also in der Tat, Greta Thunberg hat enorm geholfen, wirklich. Das war der Anstoß, der so ein bisschen gefehlt hat. Und ich bin so stolz auf die jungen Menschen, die wirklich auf die Straße gehen und die verstehen, dass sie für ihre Zukunft etwas tun müssen. Und weil es wurde immer gesagt, ja, die neuen Generationen, die interessieren sich nicht. Und ihr habt genau das Gegenteil bewiesen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr den Protest aufrechterhält. Und ich stecke auch ganz, ganz viel Hoffnung in euch. Denn die heute auf der Straße produzieren, das sind die protestieren, das sind die, die in Zukunft dann die neuen Jobs annehmen werden, die neuen Technologien entwickeln werden, die auch anders mit Fleisch umgehen, ne? Die halt viel bewusster bestimmte Sachen zu sich nehmen, die nicht jedes Mal einen Flieger nehmen, um eine Party zu machen oder sowas. Ich übertreibe jetzt, ich weiß. Aber ich will einfach nur damit sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass das Bewusstsein schon mal da ist. Das ist wirklich der erste Schritt für Veränderung. Und das macht mir eben sehr viel Hoffnung, wenn ich die Leute sehe, die jungen Leute, die auf der Straße demonstrieren. Ich mag dir da absolut beipflichten. Also allein durch Fridays for Future ist überhaupt dieses Umweltthema überhaupt so präsent geworden in den Medien. Wenn man noch so 3 Jahre zurückguckt, war das sehr viel noch unter der Tischdecke. Da hat man sehr, sehr wenig davon gehört. Und das, obwohl halt das Thema Umwelt und Klimaschutz seit 30 Jahren in der Politik schon
vorhanden ist. Und man wusste schon Anfang der 90er, was es eigentlich bedeutet. Und trotzdem wurde einfach nicht drüber gesprochen. Und einfach durch euch junge Menschen, durch diese riesige Bewegung, die entstanden ist in den letzten Jahren, ist es überhaupt wirklich in die Medien und in die Köpfe der ganzen Menschen gekommen. Und Leute, es ist geil. Keep going und geht weiter auf die Straße und setzt euch weiter dafür ein. Das ist genau das, was wir brauchen einfach. Katharina, du wolltest auch noch was sagen? Also ich finde, das muss so ein bisschen Hand in Hand gehen. Also wir müssen weniger Fleisch essen und qualitativ hochwertigeres Fleisch, wenn wir schon Fleisch essen. Also ich habe ja schon eben das Problem ein bisschen beschrieben von der Massentierhaltung, dass da eben auch so viele, also abgesehen von der Tierqual, dass da so viele Antibiotika drin sind, die wirklich ganz, ganz schlecht für unsere Gesundheit sind. Da sind ja teilweise auch Reserveantibiotika werden benutzt. Also Reserveantibiotika bedeutet wirklich, die wurden für den Menschen entwickelt. Wenn gar nichts mehr greift, dann sollte dieses Reserveantibiotikum Leben retten. Und jetzt wird es einfach dafür benutzt, damit ein Tier zum Schlachter geht. Ne? Das ist halt wirklich sehr dramatisch. Also das heißt, es ist nicht die Lösung, jetzt nur Bio zu haben. Nein, Bio würde einfach nur dazu beitragen, man hat mehr Tierwohl. Also die Tiere haben mehr Fläche zur Verfügung. Sie haben auch sind mehr an der frischen Luft und all sowas. Und dadurch muss man halt auch weniger Tiere halten. Aber es muss grundsätzlich ein Wandel hin zu weniger Fleisch gehen. Und auch überhaupt gilt das nicht nur für den Fleischkonsum, das gilt auch für viele andere unserer Gewohnheiten, die wir so haben. Ne? Und ich bin da immer ganz begeistert, wenn ich auch bei meinen Kindern mitkriege, was die mir dann immer sagen, was man machen muss, um das Klima zu schützen. Also dann mehr Fahrrad fahren, ne? Weniger Autos fahren. Ihr habt ja vielleicht auch die Diskussion mitbekommen, ohne jetzt zu sehr ausschweifen zu wollen. Jetzt kommen ja die ganzen Elektroautos. Und dann sage ich, ja, schön und gut, aber die Lösung kann jetzt nicht sein, dass wir 1:1 jetzt von Verbrennerautos, also von Benzin oder Dieselautos auf Elektroautos umsteigen. Damit lösen wir nicht unsere Probleme, damit schaffen wir ganz, ganz viele neue Probleme. Und also man muss ein Umdenken einfach hervorrufen. Und das gilt für den Fleischkonsum wie auch für andere Gewohnheiten. Leute, wir sind halt vom unglaublichen Transformationsprozess und sind so viele so viel klar, was alles schiefgelaufen ist. Corona hat auch noch ganz, ganz viel Schwächen aufgedeckt. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, eine Wende herbeizuführen. Wirklich unser bisheriges Verhalten zu hinterfragen und dieses Verhalten zu ändern. Und ich sehe ganz, ganz viele Ansätze bei euch in der Schule, bei euch Jugendlichen. Und ich kann euch wirklich nur dazu ermutigen, macht weiter. Also meine tollsten Termine sind wirklich immer mit Schulklassen, weil ich dort auch ganz viele neue Ansätze bekomme. Danke. Hat noch jemand abschließend mit einem kleinen Blick auf die Zeit eine Frage zu Manuelas Vortrag? Ja, toll. Vielen Dank für den Hinweis. Und ich kann euch auch immer nur dazu ermuntern, surft auch mal auf den Seiten der Europäischen Kommission. Da kann man auch wirklich alle Seiten oder auch vom Europäischen Parlament, da kann man auch die Sprache anklicken. Also da findet ihr die Dokumente auch in verschiedenen Sprachen und da findet ihr auch ganz, ganz viele Hintergrundinformationen, die ihr vielleicht auch für eure Referate oder sonst was nutzen könnt. Oder wenn es irgendwelche Fragen gibt oder wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, dann wendet euch auch gern an mich, an meine Adresse Europäisches Parlament. Da bin ich auch gern bereit, euch mal weiterzuhelfen, wenn es Fragen gibt. Supi, dann danken wir dir, glaube ich, alle, Manuela, für deinen schönen Vortrag, für diesen schönen Abend. Leute, ihr kennt das wahrscheinlich schon alle mit unserem Abschluss, ne? Ich rufe einfach einmal ganz laut Stop Talking und ihr ruft hinterher Start Planting. Und dann wollen wir einmal alle so Manuela verabschieden für ihren tollen Vortrag und für diesen sehr informativen späten Nachmittag. Stop Talking! Stop Planting!